mit Hoffnung auf Erneuerungen von diesen Erneuerungsbewegungen her oder Befürchtung einer Evangelikalisierung und Versektung, wie es eine deutsche Theologin ausgedrückt hat, oder Charismatisierung oder Pentekostalisierung. Ganz unterschiedliche Sichtweisen, und dass das etwas ist, in dem ich selber drinnen involviert bin. Und vielleicht zunächst einfach noch weiter dieses Buch. Es ist nicht das erste Buch, das ich geschrieben habe, aber keines hat mich dermaßen zerrissen, irgendwo drinnen, zwischen so massiv gegensätzlichen, nicht nur Positionen pro und contra, sondern auch unterschiedlichen Sprachwelten. Ich will das einfach deutlich machen, was der Anlass war dieses Buches. Es ist 2018 in Jena in der Mehrkonferenz, das heißt des Gebetshauses Augsburg, bei über 10.000 Besuchern, hauptsächlich junge Leute, über 50% Polen und über 50% kann man sicher sagen, auch evangelikal. Und das geht deswegen aus, weil viele sich irgendwie als evangelikal spontan verstanden haben. Nicht bezeichnet vielleicht, weil seit die Evangelikalen so massiv für Trump gewählt haben, ist evangelikal schon ein Wort, wo viele gesagt haben, ich will mich nicht mehr so bezeichnen. Aber wie das hier präsentiert worden ist, wie dort präsentiert worden ist, das Mission Manifest, in so einem Buch mit dem Anliegen, wir wollen missionieren, also das, was die Päpste seit nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil immer deutlicher gesagt haben, bitte, wir brauchen neue Evangelisierung, und die kann nicht von oben kommen, die muss vom Kirchenvolk herkommen, und das ist mühsam und schwierig und überfordernd, wo Menschen aus Erneuerungsbewegungen gesagt haben, ja, wir wollen das. Und wir wollen jetzt eine Lebendigkeit von unseren Basisbewegungen hier hineinbringen und dass die Kirche aus ihrer Krise rauskommt. Das irgendwie in diesem Buch drinnen. Und ein halbes Jahr später ist im gleichen Verlag, in dem dieses Buch rausgebracht worden ist, Herder Verlag, das Mission Manifest, ein kleineres Büchlein, ein Sammelband entstanden, einfach nur Jesus, Fragezeichen, von Universitätstheologen und Theologinnen, die zum großen Teil eine vernichtende Abrechnung mit diesem Mission Manifest ist, in einer Sprache, die ein Normalsterblicher nicht unbedingt leicht versteht. Nicht einfach nur theologische Fachsprache, sondern soziologische Fachsprache in einer Weise, wo man sagen kann, an wen ist dieses Buch gerichtet? Sicher nicht an die hier kritisiert werden, sondern an kirchliche Repräsentanten, die entsprechend wissenschaftlich, theologisch auch und humanwissenschaftlich, sozialwissenschaftlich gebildet sind, die gewarnt werden sollten davor. Und für mich war die Sache, wie ich das gesehen habe, man gesagt, da ist, also ich habe einen Lektor des Verlages einmal wo getroffen, habe ihn gefragt, ob er Zeit hat, für frisch, ich muss mit ihm einmal reden. Wie macht ihr das im Verlag, dass auf der einen Seite ihr dieses Mission Manifest rausbringt und das fällt mir der Vorname nicht ein, Herder, Vorname fällt mir jetzt nicht ein, der Hauptunternehmer des Herder Verlags, der mit draußen gestanden ist und mit Werbung gemacht hat für dieses Buch. Und dann kommt ein halbes Jahr später ein Buch heraus, das total dagegen ist, sodass die Leserinnen und Leser irgendwie nur wählen können zwischen beiden. Soll es dann nicht einen Brückenschlag geben? Und jeder sagt, wir versuchen sowas, ja, sagt man doch. Und ich bin zerrissen worden zwischen diesen beiden Richtungen immer wieder, ja. Und ich glaube, es gibt Ansätze, die die berechtigten Anliegen sichtbar machen und die Kritik damit sogar noch schärfer machen. Beides miteinander. Nach einem Prinzip, einem alten Prinzip, Corruptio optime pessima,
Die Verdrehung oder Pervertierung des Allerbesten ist das Allerschlimmste. Ja? Das heißt nicht, das heißt einfach, wenn das schief läuft, dann läuft es ordentlich schief. Wenn es gut läuft, ist es richtig. Und das will ich deutlich machen. Und die, die mich kennen, wissen, ich werde nie fertig mit meinen Themen. Das soll diesmal wirklich anders werden. Die werde diesmal ganz schön an 6 Blättern bleiben. Es ist wahnsinnig viel Material. Zeit haben wir im Grunde von 6:30 bis nach 7:30 bis 8:30. Wir werden aber spätestens, du wirst dafür sorgen, weil ich es vergiss, nach einer Stunde oder einer Stunde Viertel Unterbrechung machen. Aber ich will versuchen, den Bogen durchzukriegen. Weil nur dann wird das, also nur dann kann man, es muss eine Gesamtgestalt deutlich werden. Und deshalb werde ich mich ungewöhnlich nahe an dem halten, was hier steht. Ja? Was ist es? Es sind 7 Kapitel. Ja? Und wenn Sie die Mindmaps zur Hand nehmen, das erste, ich gehe es noch einmal durch, damit Sie sehen, was wir machen. Das erste, rechts oben beim Blatt 1, das Mission Manifest, umstrittener Brennpunkt eines evangelikalen Katholizismus. Da habe ich schon ein bisschen was dazu gesagt. Ja? Dann noch ein bisschen was dazu. Dann wird es weitergehen. Auf dem Blatt 2, rechts oben, evangelikalen Katholizismus. Ja, wenn ich das schon sage, muss ich noch etwas weiter sagen. Ich habe es noch nicht gesagt, was ist evangelikaler Katholizismus? Es gibt evangelikale, es gibt charismatische, das ist normal in Freikirchen vor allen Dingen drinnen, nicht nur, aber das, und das werden wir uns sehr genau anschauen müssen, um es zu verstehen, evangelikales und charismatisches und das, was neu ist, in einer belebten Ökumene ist, dass es zunehmend vor allen Dingen junge Katholikinnen und Katholiken gibt, die sich gleichzeitig als charismatisch und evangelikal verstehen. In einer bestimmten Mentalität, sie singen die gleichen Lieder, sie sind charismatisch, sie loben Gott, sie geben persönliches Zeugnis und so weiter, vieles von dem. Ja? Und dieses Phänomen wird zunehmend positiv aufgegriffen, auch von Bischöfen und von also verschiedenen Bischöfen in Tirol sehr stark, Bischof Blättler in Passau sehr stark, in verschiedenen anderen Orten, nicht überall. Und das spaltet, weil es andere Richtungen gibt, wie man sich vorstellt, wie man umgeht, behutsamer, nicht so hinein, Jesus lebt oder so. Ja? Und das spaltet. Und mit dem Punkt 2 also, am Blatt 2, evangelikalen Katholizismus von innen verstehen, im Unterschied zu von außen, in einer Beurteilung von außen, wozu es eigene Methoden auch gibt, die die Sozialwissenschaften zur Verfügung stellen, da hast du nur ein Bild von außen und man kann die berechtigten Anliegen, die drin sind, nicht richtig sichtbar machen. Das ist ein methodisches Kapitel. Dann weiter im Blatt 3. Drittens, evangelikal, der Wille zur entschiedenen Christusnachfolge. Da erst werde ich, nachdem ich meine Methode beschrieben habe, wie ich dran gehe, in einer spezifisch theologischen Methode zum Unterschied von vor allen Dingen differenzsoziologischen Ansätzen. Nachdem ich das deutlich gemacht habe, werde ich ganz einfach die Frage stellen, was ist eigentlich evangelikal? Inhaltlich, was sind Schwerpunkte, die hier vertreten werden? Und das ist ein kurzes, kleines Kapitel und dann sehr ausführlich. Das längste Kapitel wird sein, viertens, auch auf Blatt 3, linke Seite, die Evangelikalen aus ihren geschichtlichen Wurzeln zu verstehen. Und zwar so, dass wir Potenziale sichtbar machen können und Gefährdungen und dass so eine Unterscheidung der Geister, wie es im Untertitel des Buches heißt, möglich sein wird. Dazu müssen wir können wir nicht einfach nur geschichtliche Überblicke geben, sondern müssen sozusagen wie mit Google Earth im Zoom ganz genau hin und Einzelereignisse am Anfang von Bewegungen in den Blick nehmen, an denen man deutlich Chancen und Gefährdungen sehen kann. Und dafür ein paar Beispiele. Das habe ich im Buch sehr ausführlich gemacht. Und da werde ich kurz auf das eingehen, damit man sieht, wie das ist, dass Korruption immer besser Optimum, dass das Allerbeste sich hier irgendwie zeigt
und gleichzeitig aber, dass, wie das abrutschen kann. Das ist das ganze Kapitel. Und dann geht das weiter. Sie sehen, das geht dann über 2, 3 Maps und Sie haben dann auf Blatt 5 charismatisch und evangelikal, denn vorher ist die Geschichte des Evangelikalen geschrieben worden. Wie verhält sich das Evangelikale zum Charismatischen? Weil diese Bewegungen, mit denen wir zu tun haben, Gebetshaus Augsburg vor allen Dingen in Deutschland, Loreto-Gemeinschaft vor allen Dingen in Österreich, das sind so zwei, die besonders dynamisch viele Leute sammeln. Ja, die sind auch charismatisch ausgerichtet und evangelikal. Das ist nicht das Gleiche. Und es gibt Evangelikale, die sind so etwas von anticharismatisch, dass man sich denkt, wie geht das noch miteinander? Und welche, die sind total charismatisch. Und dieses Chaos müssen wir ein Stück weit verstehen. Das geht geschichtlich. Okay? Das heißt, das wird dann auch noch mal ein bisschen geschichtlich sein. Fünftens, charismatisch und evangelikal, ganz kurz. Und dann sechstens, charismatisch-evangelikale Prägungen in der katholischen Kirche Österreichs und Deutschlands. Sie merken schon ganz viel vor. Ja? Aber von daher haben wir ein Instrument für differenzierte Betrachtungsweise, dass nicht einfach nur Lieblingsgedanken gefragt werden. Ja? Siebtens dann, Map 6 rechts oben, Charismatisierung, jetzt geht es genau um dieses Thema, Charismatisierung, Evangelikalisierung in der katholischen Kirche, Fragezeichen, ein Plädoyer für kreative, ja, ich habe es ein bisschen länger, schreiben Sie dazu, kreativ-kritische Rezeption und Dialog. Das heißt, zwischen den Alternativen, zwischen Abnehmen und Übernehmen. Zum Beispiel einen Alpha-Kurs. Wir machen einen Alpha-Kurs genauso, wie er angeboten wird, von evangelikaler, anglikanischer Richtung her. Warum nicht das Konzept übernehmen mit eigenen Inhalten, die man entwickelt, die diese Behutsamkeit, die wir uns wünschen würden, die in manchen vielleicht hier fehlt, hineinbringt? Zum Beispiel, und so etwas in den ökumenischen Dialog bringen. So etwas werden konkrete Vorschläge sein. Ich werde die Stärken und Schwächen von Großkirche auf der einen Seite und Erneuerungsbewegungen auf der anderen Seite in einer Weise zeigen, dass sie einander brauchen, um nicht irgendwo in die Sackgasse zu gehen. Jede von beiden. Und das argumentieren wir. Und ich mache das, damit wir uns da nicht verlieren. Ja, bitte wirklich. Sollte ich mich verlieren, sieht man es, du weißt, wie mir der Gaul durchgeht, immer wieder, dann komme ich nicht durch. Und es wäre schade, wenn man nur die Seite 3 kommt. Und damit startet jetzt. Ja. Schnallen Sie sich an. Gehen wir es an. Also, erstens, Sie können Notizen unterstreichen, Frage dazu, man kann auch besser diskutieren mit dem, wenn Sie das schriftlich haben und nicht wenigstens Gedanken machen. Also, das erstens, Blatt 1, das Mission Manifest, umstrittener Brennpunkt eines evangelikalen Katholizismus. Und ich habe also Mission Manifest als Brennpunkt eines evangelikalen Katholizismus, ich nenne ein Ereignis, nämlich diese Präsentation des Mission Manifests vor über 10.000, vor allen Dingen jungen Leute, teils katholisch, teils evangelikal, freikirchlich, ja, und außen auf einer großen Bühne sind versammelt. Sie haben das rechts unten, die Präsentation, ein ökumenisches Ereignis. 10.000 Teilnehmerinnen im Saal, ja, und Moment einmal, wo habe ich das? Das Mission Manifest. Es ist einfach so. 5. Jänner 2018, diese Präsentation, 1.1, das Manifest, ich lese einfach, die kirchliche und päpstliche Forderung nach Neuevangelisierung soll aus der Dynamik charismatisch-evangelikal ausgerichteter Erneuerungsbewegungen Schwung bekommen. Das ist eine Idee von diesem Mission Manifest, ein Buch zusammen mit einer Bewegung, mit Homepage, wo man sich selbst verpflichten kann, evangelikal, also Evangelisation zu treiben. Ja. Das Buch wurde sehr schnell ein Spiegel-Bestseller. Die zentrale Botschaft angesichts eines Krisenszenarios von Kirchenkrise, von Austrittswellen und so weiter. Wir sind bereit für Mission.
mit mehr, da müsste ich viel dazu sagen, im Buch habe ich 100 Seiten Auseinandersetzung mit den Thesen am Schluss, aber für den Moment reicht das. Ja? Und die Frage ist, wenn es heißt, wir sind bereit für Mission, wer ist wir? Und das sind zunächst 11 Autoren, Autorinnen, die Präambel und Seelenwissen jeweils mit Kommentaren verantwortet haben. Und die sind großteils repräsentativ für evangelikal und auch charismatisch ausgerichtete katholische Bewegungen. Also da ist schon einmal, also das sind nicht in erster Linie Schreiber, sind oft junge Leute, auch Unerfahrene, die auch manches wirklich Blödsinn geschrieben haben und manches mit Herzen bewegt. Also nicht Schreiber in erster Linie, sondern Menschen, die in solchen Bewegungen drinnen sind. Also wer ist wir, die Mission machen wollen? Diese Autorinnen und Autoren. Weiters, und das ist auffällig, dort 80 Gemeinschaften, Bewegungen und Initiativen, die repräsentativ außen auf dieser großen Bühne jeweils einer hinausgegangen ist mit einer Tafel für die eigene Initiative oder die Bewegung und so. 80 verschiedene, die draußen waren, die sich hinter das Mission Manifest gestellt haben. Und weiters alle Jugendbischöfe im deutschen Sprachraum. Und ich glaube, in Deutschland gibt es 3. Ja, und dann einen von Österreich und einen, waren alle dabei und es hat den Grußwort aus dem Vatikan gegeben. Ja, also, und der Bischof, Mainzer Bischof hat noch ein Wort dazu genannt, und alles das. Und das muss man einmal, für mich ist das, nicht nur für mich, ein Schlüsselereignis, weil hier signalisiert ist, wie breit hier Kirche und auch kirchliches Amt hinter diesen Dingen steht, die in einer evangelikalen Sprache für Mission und Evangelisierung werden. Ja? Und das hat auch gestört. Ich werde gleich auf den Punkt kommen, wie in einer anerkannten Reihe über habe ich wieder diese Bisserei, nicht Katholizismus im Umbruch. Ja? Eine anerkannte fachtheologische Reihe in nur einem halben Jahr. Ein Band, einfach nur Jesus, Fragezeichen, ein Kritik am Mission Manifest herausbringt, angesichts dessen, dass hier offenbar Kirche in großer Breite auf diesen Zug aufspringt, der nach der Meinung von manchen die Kirche in eine Sektenexistenz hineinbringt und so vieles andere oder so. Nicht alle sind so, aber dass diese Reaktion ist durch diese Präsentation deutlich worden. Und deswegen glaube ich, es ist sowas wie eine Initialzündung, von dem evangelikaler Katholizismus ist, was dort draußen auf der Bühne geschehen ist. Ein Detail, wo man wirklich sagen muss, das ist ökumenisch bemerkenswert, was draußen war. Johannes Hartl, der Leiter des Gebetshauses Augsburg und Sprecher und Initiator von vielen und so, der das auch ja moderiert hat, hat den Leuten im Saal gesagt, wer ist katholisch? Das hat über die Hälfte aufgezeigt. Und er hat gesagt, wer ist nicht katholisch? Und das hat an andere aufgezeigt. Und nun sagt mit Bitte, er hat vorher versucht zu motivieren. Es geht nicht darum, nur die katholische Kirche zu stärken oder so. Es geht darum, dass Christus wieder in die Mitte wird und ein neuer Trend hier irgendwo kommt. Und das ist doch ein gemeinsames Anliegen von Evangelikalen und Katholiken. Und wie man auch zu Katholizismus steht, ohne die katholische Kirche mit ihrer Verwurzelung, in geschichtlichen Verwurzelung, die da ist, wird dieser Umbruch und Aufbruch nicht möglich sein. Und dann die Aufforderung, bitte, ich möchte euch einladen, dass die, die nicht katholisch sind, zu denen, die bitte noch einmal melden, die katholisch sind, hingehen und ihnen die Hände auflegen und für sie beten, dass, also evangelikale Freikirchler beten darum, dass die Katholiken mit einer Mission Manifest und einer Neuerstärkung des Katholizismus Erfolg haben. Und das ist gemacht worden. Ja, das ist, man kann fragen, wie war das möglich? Und vielleicht ist in der Diskussion, das geht nicht ohne weiteres, dass das geht, das muss man ernst nehmen. Auch wenn man, okay, das ist dieses Ereignis. 1.3, rechts unten, Reaktionen.
gemischt und teils polarisiert, auch polarisierend. Viel Zustimmung aus verschiedenen Bewegungen, so geballte Kritik, vor allem von zwei höchst gegensätzlichen Seiten. Das eine, katholische Universitätstheologie, das habe ich schon angesprochen. Die andere Seite, es gibt unter Evangelikalen sowas wie es katholische Traditionalisten gibt, gibt es auch evangelikale Traditionalisten. Antiökumenische Scharfmacher, für die der Katholizismus der Inbegriff von Häresie ist und wer das nicht ist, der ist Luther untreu geworden und so weiter. Solch eine extreme Auffassung, ja, die und von dieser Seite ist das Mission Manifest als Inbegriff einer sanften Verführung der Evangelikalen und einer Katholisierung des Evangelikalen ist gewarnt worden dafür. Das Buch ist ein kleines Bügel, das wirklich ein Machwerk ist, weil es Aussagen und Verdächtigungen und Verurteilungen gegeben hat, die wirklich unter jeder Kritik waren, muss man leider sagen. Aber es ist publiziert worden, es gibt es auch. Es ist nicht vergleichbar mit dem doch also sehr anspruchsvollen ganzen Kritik, wirklich auch ernstzunehmenden, aber extrem einseitigen und auch emotional geschriebenen, einfach nur Jesus, Fragezeichen. Ja? Diese zwei Seiten, aber bemerkenswert ist, dieses evangelikal-antikatholische zur Kritik an Mission Manifest und so weiter und Warnung der Evangelikalen, lasst euch nicht vor dieser sanften Verführung der Katholiken à la Johannes Hartel und so vereinnahmen. Ja? Diese Seite, die haben zurückgegriffen mit Argumenten auf den Band einfach nur Jesus. Obwohl das ist eine fundamentalistische Richtung in einem extremen Sinn und es gibt keinen größeren Gegensatz wie das und das, was liberale Theologie, vor allem von Freiburger Universitätstheologen und Theologinnen, ist, es gibt keinen größeren Gegensatz, aber in der Gegnerschaft berühren sich die Gegensätze und sie haben gesagt, ja, die sagen es ja auch, das ist ja daneben. Also ganz eine eigenartige Geschichte, wenn man das anschaut. Beder Sammelband, einfach nur Jesus, ein bisschen was dazu, er urteilt links oben, ich würde bitten, ist es möglich, für online, für das ein bisschen entsprechend zu vergrößern, dass man, weil sonst ist es nicht lesbar. Man hört es ein bisschen schlecht, hat man gesagt. Ah, ja. Darf ich das okay. Gut, ja. Also wenn Sie das, wir sind jetzt hier links beim Sammelband, einfach nur Jesus, das vergrößern und das ist auch für andere leicht möglich, das wird besser möglich, dass man gleich sieht, wo man sich befindet. Sammelband, einfach nur Jesus, er ist einfach zusammengefasst, ich habe es ja schon gesagt, er urteilt großteils scharf bis vernichtend über das Mission Manifest. Was sind Kritikpunkte? Ein dichotomisches Denken im Gegensätzen. Dichotomisch ist schon auch ist ein Teil von diesem soziologischen Fachbegriff, wo jemand doch irgendwie fast aussteigt normalerweise. Ja, was ist dichotomisches Denken? Dichotomisch heißt auseinanderschneiden, ja, ein Denken im Gegensätzen. Und der Vorwurf ist folgendermaßen, das heißt eine Selbstprofilierung der evangelikalen Katholiken gegen zwei Richtungen. Das eine ist gegen eine gottlose Welt. Ich bringe es an einem Beispiel, dass wirklich, es gibt tatsächlich Schlagseiten eines solchen Gegensatzdenken, wo man wirklich wünschen könnte, dass hier das Mission Manifest sensibler gewesen wäre, wenn es in der These 3, glaube ich, heißt, Tag zu Tag wird die Hoffnung in der Welt geringer. Und dann doch ein Anspruch, wir haben Hoffnung und wollen sie weitergeben. Ja? Es ist nicht direkt, wir haben die Hoffnung, sondern wir, Sie sind schon vorsichtiger, wir haben denjenigen, der die Hoffnung gibt und wir können es weitergeben. Aber wir haben es und die anderen haben es nicht und denen geht es immer schlechter und haben keinen Sinn und wir geben es ihnen nicht. Und Sie merken, ich meine, was ist das für ein Gott, den ich habe und gebe, für die, die im Kurs vorher waren. Ja? Klarer Punkt. Ja? Das sind Probleme. Einerseits gegen die gegenüber einer gottlosen Welt und andererseits gegen ein Christentum, was man als Gewohnheitschristentum bezeichnen kann, eine Art sozusagen, ja, wir sind alle getauft und nie kommt es zu einer wirklichen und definitiven Entscheidung von Nachfolge Christi. Mit einer gewissen Tendenz zu einer Elitarisierung, ich sage, das ist der Vorwurf,
Man können, da ist was dran, aber es ist ungerecht, das Ganze über diesen Leisten zu schlagen. Aber es ist ein Problem natürlich, die Frage, wie verstehe ich Christentum? Sind die wirklichen Christen nur diejenigen, die eine bewusste Lebensübergabe vollzogen haben und sagen, ich bin Jünger Christi? Was heißt das mit denjenigen, die Sympathisanten, wie man sie auch irgendwo bezeichnet, die irgendwo vorsichtig ein bisschen mit einer gewissen Sympathie mal hingehen und das anschauen? Ist das einfach welches Laub, wie einmal ein unglückseliger Weihbischof behauptet hat dazu, welches Laub? Das ganz gut ist, wenn das wegfällt, weil der Rest ist der kleine Rest von entschiedenen Christen und die werden wir am Anfang der Kirche wieder was weiterbringen. Das wäre doch katastrophal, oder? Ja, aber diese Problematik, die drinnen ist, ist ein Hauptpunkt. Gunda Werner in ihrem Beitrag. Meine Kritik an dem Band ist eine totale Einseitigkeit, dass die Schwächen ganz scharf herausgearbeitet sind und dass die Potenziale nicht einmal sichtbar werden können. Ja, aber es ist ganz viel berechtigt von dem und muss man anschauen und verstehen, wie passiert so etwas, dass es so eine Schlagseite gibt, ein Abrutschen. Dichotomes Denken. Weiterer Punkt der Kritik. Eine simple Kernbotschaft, einfach nur Jesus, die Komplexität der Welt ignoriert. Magnus Stritt, der Fundamentaltheologe, der ganz stark auf diesen Punkt irgendwas setzt. Die Bedeutung der Wissenschaften, die Welt ist komplex, es ist nicht einfach nur gesagt, nimm Jesus an und dann wird es anders. Da müssen Dinge berücksichtigt werden, da muss man lernen von Sozialwissenschaften und so weiter. Eine Abwertung von Theologie, ein fehlender Sinn für Pluralität. Das sind ein paar von diesen Punkten. Weiter Vorwürfe, die ein bisschen sehr heikler sind, aber es ist doch eine gewisse Tendenz manchmal da. Vernachlässigung von Caritas. Oder einer offenen Pastoral, zum Beispiel offener Jugendpastoral, wo nicht nur die Jugendlichen sozusagen eingeladen werden, die entschieden für Jesus sprechen wollen und Lobpreislieder singen wollen. Eine offene Jugendpastoral zum Beispiel. Es fehlt der Blick für so etwas. Eine offene Pastoral, die nicht gleich an ein explizites christliches Bekenntnis gebunden ist. Die Beurteilung der Kritik, vieles an der Kritik ist berechtigt und müsste gehört werden von denen, die es nicht leicht hören können, weil die Sprache schon nicht so ist. Ja? Aber es fehlt der Blick auf Stärken und Potenziale. Problematik, es ist nicht offen für Dialog, polarisierend, Fachsprache schon, für Nicht-Expertinnen unzugänglich. Es wird über sie geredet, aber nicht zu ihnen. Das Erste, was dabei notwendig ist, es braucht einen Dialog, gerade wenn hier Schlagseiten sind, um sie sichtbar zu werden, ja, sichtbar zu machen. Die Zielgruppe sind vor allen Dingen kirchliche Leitungspersonen. Theologisch gebildet sind die natürlich und auch humanwissenschaftlich, die verstehen die Texte, um sie vor charismatisch-evangelikalen Bewegungen zu warnen. Aus all dem folgt, dass auf eine solche Auseinandersetzung Dialog erschwert. Es fördert Polarisierung. Die einen betonen immer stärker im Namen Jesu, die anderen immer stärker eine Art, also die Orte, wo Gott gegenwärtig ist, ohne dass der Name Christus vorkommt. Also Heterotopien an Orten, wo kein Mensch von Gott spricht und trotzdem leuchtet das Licht Gottes auf, was Salzburger Theologen sehr stark betonen etwa. Das ist richtig und gut, aber nur da, ja. Ich habe dann aufgezeigt, wie ein Kollege Hoff, Gregor, bei einer Veranstaltung in Innsbruck darüber gesprochen hat und hat gesagt, ja, ich will, aber er hat so deutlich gezeigt, wie auch absolute Nichtchristen das Christliche irgendwie deutlich machen in einer Begräbnisfeier zum Beispiel. Er hat so ganz tolle Beispiele gebracht irgendwie mit einem Sinn für Kunst, der dabei ist und gesagt, ja, gibt es nicht auch andere Heterotopien, ja? Zum Beispiel, wie ist es jetzt, was haltest du davon, wenn die Lorettos im Pfingstfest in Salzburg nicht weit von der Theologischen Fakultät hier ein Fest für Jesus feiern oder so etwas? Ja? Und okay, das ist, ihr habt den Namen genannt, deswegen sage ich nicht, was er gesagt hat, ja? Aber das ist nicht gegangen, ja.
geht nicht das eine und das andere? Gibt es nicht, ist das nicht auch eine Heterotopie, eine, sozusagen ein Ort, der fremdartig erscheint und in dem Gott sich anonym doch zeigt? Ich liebe diese Sichtweise, aber gerade eine falsche Explizitheit, die von manchen sogar als Pornografie bezeichnet wird, berechtigt vom Gedanken, obwohl es ganz brutal klingt, weil Pornografie eine sehr explizite Umgangsweise mit Sex hat. Gibt es nicht eine sehr explizite Umgangsweise mit Religion, wo das so sozusagen in die Mitte gerückt wird, dass die Explizitheit die Geheimnishaftigkeit Gottes verdeckt und ihn greifbar macht? Verständlich? Die Problematik ist da, selbstverständlich. Aber muss man das aussparen, dass Gott nur dort vorkommen kann, wo er nicht in Namen genannt wird? Oder wie? Also das sind Herausforderungen. Das ist ungelöst. Und Sie sehen schon... Oh, stopp, ich muss die Runde durch. Ja, okay. Dennoch, also von daher könnte man sagen, das war ein Anlass für totale Polarisierung. Und dennoch, C... Schritte zum Dialog, die es gegeben hat in der Folge. Von Seiten offener theologischer Initiativen. Ich denke hier vor allen Dingen an das Studienzentrum Glaube und Theologie in Fribourg. Die haben dann sehr bald im Herbst 2018 in Fribourg eine Tagung gemacht, wo sie Autorinnen vom Mission Manifest eingeladen haben, um Leute, die total kritisch geschrieben haben, auch Gunda Werner war dabei eingeladen und so, und die miteinander ins Gespräch gekommen sind. Und das war eine spannende Angelegenheit dort. Ja, ist total wichtig. Ist gemacht worden, hat es auch gegeben. Und auch, höchst bemerkenswert, vom Gebetshaus Augsburg, 2 Jahre später, im gleichen Saal, mit 11.000 Leuten mittlerweile, ja, ist die nächste Mehrkonferenz gewesen und dort ist eine 3-stündige Einheit gemacht worden mit dem Titel Mehr Theologie, wo Universitätstheologinnen und Theologen eingeladen wurden. Ich glaube, es war nicht geplant, dass das 3 Stunden war, aber es ist einfach für einen Theologen, einen Universitätstheologen, der normalerweise gewohnt ist, vor 40, vor 60, vielleicht vor 100 oder 200 Leute zu reden. Und er hat 11.000 Leute da, kann schon einmal passieren, dass er nicht mehr aufhören will. Das hat er nie wieder im Leben. Ja. Und dann ist das 3 Stunden Theologie. Der eine über die Bedeutung des Zweifels, der andere das, was sie wollten dazu, ja, ist gemacht worden dort. Ein ganz ein starkes Zeichen, wir sind nicht theologiefeindlich, wir versuchen so etwas. Und es hat eine Disputatio gegeben im geschlossenen Rahmen, wo Fachtheologen von der einen und anderen Seite und Kardinal Koch ist dabei gewesen, der das auch gehabt hat und so, wo vor allen Dingen die Kritiker zu Wort gekommen sind. Und Johannes Hartl, der so viele Vorträge macht und so viel redet, hat überhaupt kein Statement gegeben, hat nur zugehört. Ja, und das ist von denen organisiert worden, nicht vom Gebetshaus Augsburg, sondern von dem Studienzentrum Glaube und Theologie, wo Evangelikale auch mitarbeiten mit diese Sache. Das ist bemerkenswert. Ja, und es war wunderbar. Magnus Fried hat im Buch einfach nur Jesus ganz süffisant über Wunder geschrieben. Er hat einfach also einen polemischen Stil, wirklich gut und hat dann irgendwie gesagt, ich glaube eigentlich nicht an Wunder, aber wenn es sein sollte, dass bei der nächsten Mehrkonferenz die Thesen, die wir in diesem Buch drinnen haben, diskutiert werden, dann wäre das für mich ein Wunder. Ja. Er war dann leider nicht dabei, er war eingeladen, ja. Was auch noch einmal die Schwierigkeit zeigt, die Angst, vereinnahmt zu werden oder so, ja. Aber es war ein Schritt weiter. Auch das gibt's. Bis zu dieser Situation. Okay. Gut. Dann zweitens. Ja. Okay. Ganz kurz im Moment. Ja. Platz 2, freikirchliche Impulse. Zweitens, evangelikalen Katholizismus von innen verstehen. Ein theologischer Zugang zur Unterscheidung. 2.1, das Ungenügen eines Ansatzes von außen. Die Aussage ist, es genügt nicht, Evangelikalismus zu kennen,
Ich bitte, das Blatt 2 einzublenden. Ja. Drücken Sie noch weiter. Achso, das muss ich machen. Ah, okay. Ja, Blatt 2. Ist das? Na, das geht nicht. Ja, okay, lassen wir es einfach so. Es genügt nicht, Evangelikalismus zu kennen. Man muss ihn auch von innen kennen. Und was ich jetzt hier bringe, ist das Ungenügende eines soziologischen Zugangs von außen. Es gibt bestimmte Methoden, die vor allen Dingen das Gegensatzdenken, diese Identität im Unterschied zu anderen herausarbeiten können. Methode wie von Niklas Luhmann Systemtheorie kann diese Unterschiede, so draw a distinction, ja, ziehe eine Unterscheidung und versuche von daher zu verstehen, das kann sehr deutlich die Schwächen einer Identität, Bildung, kollektive Identität, wir sind die, die wir sind, weil wir nicht so sind, wie die anderen sind, zum Beispiel die Gewohnheitschristen oder die Nichtchristen, ja, kann Identität geben und die Momente können dabei sein, die werden ganz scharf deutlich gemacht. Aber auf der anderen Seite ist das Problem, dass etwas, wo eine anfängliche Begeisterung da ist, die für etwas ist, ja, nicht so recht sichtbar gemacht werden kann. Eine Methode kann manche Dinge sehr scharf sichtbar machen und andere nicht. Das ist ein methodisches Problem. Ich sage das deswegen, weil auch wichtigste Analysen sehr stark auf eine solche Richtung von Soziologie zurückgreifen, zum Beispiel Gunda Werner. So sehr ich das schätze, ist ganz ein starkes Mittel, aber es braucht einen Zugang von innen. Wie finden wir den? Ich mache das jetzt so. Ich bringe das jetzt nicht im Detail, was das ist. Bei Nachfragen kann ich das deutlicher machen. Ja? B dazu ist zu sagen, wenn hier vor allen Dingen, ich habe diesen Punkt mit dichotomen Denken, im Gegensatz denken, ja, das, was wir schon behandelt haben, ein Hauptproblem, ein Hauptkritikpunkt. Und es ist tatsächlich zu sagen, evangelikale Bewegungen, ein erster geschichtlicher Blick, evangelikale Bewegungen entstanden als Erneuerungsbewegungen in etablierten protestantischen Staatskirchen. Und das heißt, sie stießen sofort auf massiven Widerstand damals, auch dann, wenn es ihnen nicht in erster Linie darum zu tun war, sich im Gegensatz zu profilieren. Das ist einfach, das ist einfach mitgegeben. Von daher liegt es nahe, von diesen Ursprüngen her, also evangelikale Bewegungen als Protestbewegungen zu verstehen, gegen das Denken der Aufklärung zum Beispiel und einer evangelischen Theologie, die ganz stark mit dem Denken der Aufklärung gegangen ist. Und hier ein Kontra. Ja? Die Momente gibt es, aber die Frage ist, ist das eine umfassende Sichtweise oder eben nur, dass ein Aspekt sozusagen durch eine Einfärbung mit einer bestimmten Methode sichtbar wird und anderes ist nicht sichtbar. Darum geht es mir da. C. Also die Bestimmung von Evangelikalen wesentlich als Protestbewegungen ist trügerisch, weil die ursprünglich leitende Kraft Begeisterung für etwas sein kann. Und ich mache dort den Vergleich einfach, also wenn jemand, also so wie es in Erneuerungsbewegungen oft aufbricht, so dass Menschen in einer tiefen Betroffenheit und Erschütterung mit der Liebe Gottes irgendwo eine Erfahrung machen, dann hat das was Gemeinsames mit einem Menschen, der total verliebt ist in einen anderen Menschen. Man kann sagen, Liebe macht blind, man kann sagen, Liebe macht sehen und es gibt Methoden, mit denen man die Blindheit ganz, ganz deutlich machen kann, die aber nicht unbedingt sichtbar machen können, was am Anfang drinnen ist, ein Honeymoon, der eine Grundlage, also miteinander ja, in die Hochzeitsreise und so weiter und alles wunderbar, was aber ein Fundament geben kann für eine lebenslang haltende Beziehung auch. Das ist auch möglich. Und selbstverständlich gibt es die Zeit, wo das wegbricht, ja, und man kann nicht als Ganzes in dem sein. Gibt es Methoden, um diese Begeisterung, dieses Verliebtsein auch irgendwie sozusagen deutlich zu machen und auch ein Stück weit zu würdigen? Okay, das ist das, was ich hier drinnen habe. D, von daher, rechts unten, Differenzsoziologie kann durch ihre spezifische Brille als solche Verdachtmomente, dass hier einfach in einem Überschwang nochmal zelebriert wird, wie sehr wir einander lieben, ja, wo vielleicht gar nicht mehr viel da ist, weil sozusagen dieser Hype schon verblasst ist im dritten und vierten Jahr und man feiert es noch immer.
und hat seine Gründungsmythen in der Ehe oder vielleicht in einer Nation auch und so. Diese Weise, das ist diese Kritik, es reicht nicht dieser Ansatz. Wir haben ein methodisches Problem auch dabei, wenn ein Gesamturteil mit einer solchen Methode gegeben wird. So wichtig sie ist, weil sie deutlich das Gegensatzdenken bringen kann. 2.2 dazu dann, mein theologischer Ansatz, mit dem ich rangehe im Buch und auch hier, zur Wahrnehmung und Unterscheidung von charismatisch-evangelikalen Phänomenen. Und ich habe das Stichwort Kairos dabei. Ja? Ein theologischer Ansatz von innen, links unten, seht ihr das, sehen Sie das? Ich traue Gott zu, nicht nur aus persönlichem Glauben, sondern auch aus einer Theologie, die das auch sichtbar machen kann und begründen und unterscheiden kann. Ich traue Gott zu, dass er Neuaufbrüche schenkt, auch in charismatisch-evangelikalen Bewegungen am Rande der Großkirchen. Auch dort. Nicht nur dort. Erneuerung gibt es nicht nur in den Erneuerungsbewegungen. Das gibt es in den Pfarren. Kann plötzlich irgendwo kommen. Ein Kurs von meine Güte, hilft es mir jetzt zu Ostern, was man immer, also in vielen verschiedenen Pfarren, diese geistlichen Kurse, ich habe im Moment einen Hänger, bitte, wie heißen die gleich noch einmal? Wer hilft mir? Das ist, was macht man da? Wöchentlich trifft man sich und bereitet sich vor. Ja. Bitte? Nein, nicht ein Alpha-Kurs. Nein, ich meine, ich habe einen Hänger im Moment. Helft es mir? Also, es gibt das nur in Tirol. Diese, bitte? Ja. Also, jedenfalls ein geistlicher Kurs, vor allen Dingen kontemplativ, wo man sich vorbereitet auf Ostern hin. Ja, meine Güte, ja. Okay, ist ja gleich. Ja. Aber es gibt vieles, wo an verschiedensten Orten etwas aufbricht. Nicht nur in Erneuerungsbewegungen, wir haben Kurzschluss, aber auch. Ja. Okay. Und wenn ich das Gott zutraue, dass er wirklich wirkt und dass Erneuerungsbewegungen durch eine Erfahrung, wo Gott sich erfahrbar macht, der Gruppen und viele gehen da mit und Jugendliche kommen und strömen dazu, weil sie hier lebendigen Glauben erfahren, dass hier Authentisches drinnen sein kann. Wenn ich das sage, heißt, bin ich keineswegs naiv und kritisch, denn das dramatische Prinzip der stärkeren Pervertierbarkeit des Allerbesten, davon habe ich schon gesprochen. Corruptio optime pessima. Ja? Und trotzdem, wenn man das zeigen kann, wie das Beste abrutschen kann, und ich werde dann deutlich machen, wie genau das in einer besonderen Weise, wo die Hauptgefahren liegen, werde ich dann deutlich machen. Wenn ich das, die Pervertierung des Allerbesten annehme, ist auch die Frage, und was ist das Allerbeste? Wo ist Allerbestes? Und ich versuche, ein biblisches Kriterium heranzubringen. C, ist wichtig, auch das Allerbeste wahrzunehmen, auch wenn es möglicherweise pervertiert wird. Und ich mache das mit einem biblischen Text, der ungemein provozierend ist in den Evangelien Matthäus 13. Matthäus 13 ist der Anfang der Gleichnisreden. Und es ist diese Sache, wo Jesus in Gleichnissen spricht, wie viele Leute kommen und die Jünger dann hergehen und sagen, bitte schön, was ist denn, du redest in Gleichnissen? Und gemeint ist, in Rätselrede, Paraboles, kann Rätselrede bedeuten, kein Mensch versteht dich, das Gleichnis vom Sämann, ein Sämann kommt, also diese Sachen kommen, kein Mensch versteht dich. Ja? Und Jesus antwortet auf das, das ist der Text, den ich hier auf der Seite 2 links oben da habe, bei C, der unterste Unterpunkt, da traten die Jünger zu ihm, zu Jesus und sagten, warum redest du zu ihnen in Gleichnissen? Paraboles, Rätselreden. Er antwortete ihnen, euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Himmelreiches zu verstehen. Ihnen aber ist es nicht gegeben. Denn wer hat, dem wird gegeben und er wird den Überfluss haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch noch weggenommen, was er hat. Deshalb rede ich zu ihnen, also zum Volk, in Gleichnissen, weil sie sehen und doch nicht sehen und doch nicht hören und nicht verstehen. Und dann sagt er, euch aber ist es gegeben, die Geheimnisse des Himmelreiches zu entdecken. Das ist doch furchtbar, oder? Das ist totale Abwertung des Volkes und die Nachfolge wird groß. Das ist ja genau das
Furchtbare, was hier im Mission Manifest passiert und so, oder? Und das zu erklären und zu verstehen, das berechtigte Anliegen zu sehen, geht auf Platz 3. Und sie gehen. Die Provokation von Matthäus 13. Was Jesus an dieser Volksmenge kritisiert. Das ist nicht das Volk allgemein. Jesus hat nie etwas gegen das Volk gehabt. Nie etwas gegen Menschen, die noch nicht so die Erfahrungen gehabt haben. Das Problem ist, wenn Sie den Kontext lesen, sehen Sie, das war nicht das erste Mal, dass die Leute gekommen sind. Und man muss sich vorstellen, Jesus kommt hin und sagt, Moment, die war das letzte Mal schon da, das vorletzte Mal, wo die Bergpredigt war und so weiter. Immer wieder da und die kommen wieder. Und irgendwie gewöhnen sie sich an die tollen Botschaften und die tollen Wunder. Und sie machen nicht das, was damit ist. Die Zeit ist erfüllt, der Reich Gottes ist nahe gekommen, der Kairos ist erfüllt. Jetzt ist der Moment, wo dir was Neues aufgeht und die nicht die Konsequenz ziehen und ihr Leben ändern. Und wenn das der Fall ist, dann will man irgendwann auch nichts mehr ändern, um in der Unentschiedenheit bleiben zu können, an die man sich gewohnt hat. Es kommt eine Art Zuschauermentalität, eine Art Gewohnheitschristentum, nicht von Menschen, die vielleicht noch nicht mehr erfahren haben, sondern... Bitte? Achso, ja, danke. Ja. Gut. Ja, das ist, dann fragt man sich, welchen Vorzug gibt Jesus, also es ist dieses Volk, einer gewordenen Unentschiedenheit von Menschen, die immer wieder da waren und nicht diesen Schritt gesetzt haben, dass sie versucht haben, danach zu leben. Und wenn wir jetzt fragen, was ist dann der Vorzug der Jünger? Die anderen verstehen, sollen immer weniger verstehen und ihnen wird es gegeben, die Geheimnisse des Himmelreiches zu erfassen. Der Vorzug der Jünger, sie sind nicht moralisch besser. Weil das ist ganz deutlich, immer wieder. Sie sind auch nicht klüger. Sie haben die Gleichnisse auch nicht verstanden. Jesus hat sie ihnen dann erklärt, den anderen nicht. Aber sie sind bereit, Gottes Ruf zu hören und ihm nachzufolgen. Mit all den Fehlern, die wir beim hyperaktiven Petrus so deutlich sehen. Das heißt, wenn jemand dann nachfolgt, ist er kein besserer Mensch, sondern er macht totale Fehler und Jesus kritisiert sie total. Nicht nur die Jünger, auch die Pharisäer, die ganz nah in den Jüngern sind, total intensiv. Er arbeitet mit ihnen. Und da wird total Schmutzwäsche gewaschen. Mit denen, mit den Juden, die zum Glauben an ihn gekommen sind. Im Johannes-Evangelium, im Streitreden steht am Anfang, oft übersehen. Ja. Aber also so nimmt Jesus sie in die Schule und sie wachsen mit jedem Fall und Fehler. Und diese Dynamik ist, und wenn die nicht gemacht wird, weil ich nicht versuche, das zu leben, wo mir etwas aufgegangen ist, dann entsteht eine Dynamik, die Jesus mit einer massiven Kirchenkritik reinbringt. Nämlich sehen sollen sie, damit sie nicht hören sollen sie, damit sie nicht verstehen und so weiter. Die Aussage, die Problematik ist hier, was wir in der Kirche lernen mit den Sonntagsgottesdiensten jede Woche, was wir in der Kirche lernen, wenn wir nichts mehr lernen. Weil wir gar nicht mehr richtig zuhören, wir kennen die Stelle schon, Gleichnis vom Sämann, kenne ich eh und so weiter. Was wir lernen, wenn wir nichts mehr lernen, weil wir nicht die Konsequenzen aus unseren Einsichten gezogen haben. Dann lernt man etwas wie beim schlechten Schulunterricht. Wenn du nichts mehr lernst, lernst du sehr viel, nämlich eines, und es ist extrem folgenschwer. Das hat dein Leben nicht verändert und wird dein Leben nicht verändern. Und es wächst eine Resistenz gegen das Evangelium dadurch. Es ist eine Resistenz, man hat schon so oft gehört, dass man es gar nicht mehr hören kann. Das ist die Gefahr. Und das ist eine Tendenz zur Erstarrung, die es immer in Gruppen gibt und da braucht es Erneuerung. Ja? Also das ist Nachfolge, das was, also okay, ich gehe im Text. Es geht in der Kirche, die Hauptsage, es geht in der Kirche immer um Nachfolge und Jüngerschaft. Aber man muss gleich etwas differenzierend hineinsagen, was mein Mission Manifest fehlt. Nämlich in dem Sinn geht es um Nachfolge und Jüngerschaft, wie ein Mensch gerufen ist.
Nicht jeder ist berufen, alles liegen und stehen zu lassen und nachzugehen. Mancher ist berufen, einfach heimzugehen zur Familie. Ja? Oder geh hin und sündige nicht mehr. Und so ganz unterschiedlich. Es kann sehr niederschwellig sein. Und die Ungerechtigkeit, die sich nicht aufs Evangelium berufen kann, ist Menschen, die nicht einen spezifischen Ruf als radikale Nachfolge und Christusbekenntnis und Lebensübergabe, die das nicht bekommen haben, ihnen das sozusagen vorzuwerfen, sonst seid ihr keine Christen. Also da ist Christoph Theobald ganz recht zu geben, der hier also die Lanze bricht, auch für Sympathisanten in seinen Werken. Drittens, jetzt. Also da ist ein Punkt, wo evangelikale Bewegungen mit ihrer Offenheit auf Umkehr und Entschiedenheit einen wichtigen Punkt haben. Und damit komme ich zum Punkt 3, rechts unten, evangelikal. Was ist das Inhaltliche, das Entscheidende? A, grundsätzlich, bei, was ist, macht inhaltlich evangelikal aus? Und da, A, bevor wir das sagen, nicht nur unter Evangelikalen. Es gibt Erneuerungsbewegungen, mein Punkt wird sein Erneuerungsbewegung. Ja? Es gibt Erneuerungsbewegungen, seit Anfang der Kirche, Wüstenväter, Orden, auch Laienbewegungen, immer wieder Christusnachfolge mitten in der Welt. Und so etwas wie Laienbewegungen war besonders wichtig für eine Erneuerung des Protestantismus, der im Pietismus im 17. Jahrhundert gekommen ist. Und das hat man Erweckungsbewegungen genannt. Das waren Laienbewegungen, weil vom Ansatz her Protestantismus antiklerikal war. Da geht es um die Laien und um die Erneuerung. Und das ist hier gebracht worden, Deutschland, im Pietismus seit dem 17. Jahrhundert. Und von daher kann man Evangelikalismus verstehen aus erwecklichen Wurzeln. Und Erweckung bedeutet eine Neuorientierung an Christus, Aufwachen aus dem Sündenschlaf. Ich kann auf diese Pietismus-Dinge jetzt nicht eingehen. Evangelikal ist erwecklich, ist die kürzestmögliche Definition, die sehr Wichtiges trifft. Ja? Von daher Evangelikalismus verstehen. D, eine gelebte Christozentrik und Theozentrik. C, inhaltlich sind vier Punkte immer wieder genannt, die bei Evangelikalen zentral sind. Und ich bringe sie ganz kurz, Sie haben sie hier, Biblizismus, man sagt vier Ismen, Betonungen, Biblizismus, die Bibel, das Kreuz, das Christus gekreuzigt ist und durch seinen Tod uns erlöst hat. Die Bekehrung, die darauf kommt, eine entschiedene Bekehrung und eine gelebte Nachfolge in Heiligung und Mission. Das sind vier Punkte, die werden immer wieder genannt. Man spricht von einem Vierseit-Quadrilateral, um das irgendwie zu definieren. Und da sind diese Punkte, die wir bei Matthäus 13 sozusagen, das, was Jesus eingefordert hat, das ist der Unterschied von den Jüngern. Nicht, dass sie moralischer sind und nicht, dass sie klüger werden. Viertens, die Evangelikalen aus ihren geschichtlichen Wurzeln verstehen. Anfänge im deutschen Pietismus, und ich werde es jetzt noch ganz knapp irgendwie hineinschauen können, ich schaue auf Anfangsereignisse, die Bewegung erzeugt haben. Und dem deutschen Pietismus, der sozusagen die erste große oder die zweite große Erweckungsbewegung, ich kann jetzt nicht auf die Puritaner eingehen, aber Pietismus, ich denke an einen ganz wichtigen Pietisten, Gründer des hallischen Pietismus, August Hermann Francke, wo eine persönliche Schlüsselerfahrung war für das, was man eine zweite Bekehrung nennen kann. Das heißt, er war schon Pastor, der war schon entschieden für Christus, alles Mögliche und bereitet eine Predigt vor als junger Pastor über das, was es heißt, im Glauben zu sein, mit einem Text aus dem Johannesevangelium. Und mittendrin merkt er, dass dieser volle Glaube, um den es geht hier, den er hier als notwendig bringen möchte, dass er ihn selber nicht hat. Er kann ihn nicht auf den Punkt bringen. Die theologischen Bücher helfen ihm dabei nicht und so weiter. Kommt in eine tiefe Krise. Er soll predigen über den Glauben und merkt im Grunde, glaube ich, selber nicht. Und er ist nicht ausgewichen, sondern er hat sich gesagt, obwohl er ja neu in einer anderen Pfarre war und so, und dass er Karrieresache war, seine erste Predigt zu halten, dass er sich gesagt hat, wenn ich nicht durchbreche, sage ich die Predigt ab, weil ich will nicht simulieren. Ja? Und dann, er ruft zu Gott, betet und bittet und erlebt dann einen plötzlichen Durchbruch. Er beschreibt das so, wie man eine Hand umwendet
Und das führt, er hat sein ganzes Leben irgendwie neu bestimmt und er hat später eine pietistische Universitätsreform gemacht und viele Dinge. Und wichtig ist für das Verständnis von Pietismus, dass es eine typische Form von evangelikalen Zeugnis gibt, wo man Tag und Stunde benennen kann, wo man sich bekehrt hat. Und das ist ein eigenes Genre, das ist immer wieder nach diesem Muster beschrieben und das ist sozusagen der erste Text, der in dieser Weise bestimmend war. Das ist zum Beispiel, ich halte hier einen Punkt fest, wo ich mal sage, hier müssen wir etwas absolut ernst nehmen. Dass Menschen Gott zutrauen, dass er in einem Augenblick herausreißen kann und in eine neue Richtung gehen kann. Dieses Zutrauen. Und das finden wir im zweiten dann wichtig weiter vom Geschichtlichen her für den Evangelikalismus ist der englische Methodismus. Und der Methodisten, da war John Wesley, es geht auf die, das haben Sie links oben, 4.2. Also der John Wesley, das war ein totaler Macher, ein evangelikaler Aktivist. Seht ihr unten die vier Prinzipien, die vierte Heiligung und Mission, Aktivismus. Man muss was tun für Christus. Er hat einen Holy Club gegründet und war die Lachnummer von Oxford damit als Student. Ja, immer total alles zu geben, alles Mission und alles und total anstrengen, war ein Leistungschrist, der in eine tiefe Krise geraten ist. Und dann von den Herrnhutern, die eine wichtige Bewegung war, mit denen er zu tun gehabt hat, er ist in eine Glaubenskrise gekommen, weil er gemerkt hat, die haben mehr Glauben als er. Ich kann die Geschichte jetzt nicht erzählen, wie ein Schiff fast untergegangen war und die haben Halleluja gebetet und er hat gezittert wie Espenlaub. Ich glaube ja nicht, sagt er. Und hat dann deren Botschaft, deren Zentrale übernommen, obwohl er sie persönlich als doktorierter Theologe nicht annehmen konnte, nämlich das, dass Gott in einem Augenblick plötzliche Bekehrung geben kann. Und er hat das gebracht in einer Gefangenenseelsorge, einem zu Tode Verurteilten, hat das gebracht, er hat das übernommen und er ist jubelnd und Loblieder singend zum Schafott gegangen am nächsten Tag. Und er hat es noch nicht glauben können. Und es ist wenig später, hat er dann einen Durchbruch gehabt, nicht spektakulär, nicht emotional und hat dann seinen Aktivismus weitergehabt, aber er war vom Kopf auf die Füße gestellt, weil dahinter das Vertrauen war, es hängt alles von Gott ab. Und dass man die Wirksamkeit von dem sieht, dass das nicht einfach nur eine Spinnerei war. Damals hat es ein Riesenproblem gegeben mit großen Bevölkerungsschichten von einfachen und verrohten Menschen in Alkoholismus drin, Arbeiter, Bergarbeiter, vor allen Dingen in England, die hat die anglikanische Großkirche nicht erreicht. Keine Chance gewesen. Und deshalb, die haben mit dieser Botschaft, Gott kann in einem Moment dein Leben wandeln, einen Nerv getroffen, einer Sehnsucht. Da sind so viele gekommen, dass sie Feldpredigten anfangen haben mussten, obwohl sie das verboten war damals, durfte man nur in der Kirche. Und es hat eine Erweckungsbewegung gegeben in England. Ja? Wir bringen nur die zwei Dinge. Und weil wir, ich glaube, spätestens in einer Viertelstunde sollen wir innehalten, eine Stunde in einer Viertel. Ja? Okay. Ich werde den Unterschied von Calvinismus und Arminianismus, eine theologische Spezialsache jetzt nicht bringen und nur den Punkt, worum es geht, wenn man so spezielle Theologie macht, von zwei unterschiedlichen Richtungen von diesem Methodismus. Die Frage ist, wer macht das, was neu ist? Macht es Gott oder macht es der Mensch? Augustinus, Pelagius, ja, das ist ein altes Thema, aber hier geht es darum, wenn Gott dir schon eine zweite Bekehrung gegeben hat, dass du alles in seine Hände legst, bist du dann frei, das Gute zu verwirklichen, aus eigener Kraft, oder hängst du jeden Moment von der Gnadengabe je aktuell von Gott ab? Okay, diese Frage geht. Arminianisch, Wesley war so, der sagt, hat der Freiheit total viel zugetraut. Und deswegen, du kannst, wie Pelagius im Grunde, du kannst heilig sein. Nicht aus der eigenen Kraft, aber du hast die Bekehrungserfahrung gehabt. Du weißt, mit Gott geht alles. Also kannst du machen, was du willst. Und das andere Seite, calvinistisch, ist, alles ist von Gott vorgegeben. Und mit dem Unterschied will ich auf die Ambivalenz von Evangelikalismus gehen. Ganz kurz, was in Platz 4 kommt, ist
wenn wir weitergehen, um die Geschichte des Evangelikalismus zu verstehen, müssen wir die großen Erweckungen anschauen, die es in Amerika gegeben hat, also in den englischen Kolonien und später dann in den Vereinigten Staaten. Ja? Die ganze Nation evangelikal geprägt hat, was gut möglich war aufgrund der puritanischen Wurzeln von den Pilgervätern am Anfang. Evangelikal geprägt, ganz ein anderer Typus als bei uns. Wir wissen das so mit, okay, wie wir heute in der Politik kennen, da ist sehr viel ein Prayer-Frühstück, ein Gebetsfrühstück mit Politikern und evangelikalen Predigern. Das hat noch jeder Präsident gemacht. Solche Dinge sind entstanden durch Erweckungsbewegungen, wo also wie ein Lauffeuer Tausende und Zigtausende einfach in ganz eine neue Frömmigkeit hineingekommen sind. Und wir müssen die Details anschauen. Es gibt eine erste große Erweckung im 18. Jahrhundert. Das ist ähnliche Zeit, wie das mit Wesley losgegangen ist in England und auf direkter Einfluss davon. Viele sind Missionare geworden dort. Erste große Erweckung, komplett kalvinistisch. Es hängt alles von Gott ab. Und das, was gezündet hat in diesen Erweckungspredigten, das war die Botschaft, es hängt alles von Gott ab, kalvinistisch. Gott gibt jetzt eine Möglichkeit, eine Chance. Jetzt in dieser Predigt. Wenn du sie jetzt nicht nutzt, wirst du morgen keine Chance mehr haben. Denn Gott ist völlig frei zu geben und zu verweigern. Nutz die Chance jetzt, sonst bist du am Ende. Das sind Höllenpredigten. Also Jonathan Edwards, die berühmteste Predigt von Amerika aus der ganzen Geschichte, ist Sinners in the hand of an angry God. Sünder in den Händen eines zornigen Gottes. Da ist eine Angst gemacht, und wie wenn direkt das Gericht kommen würde, furchtbar. Das würde man nicht als Beispiel sehen heute. War aber da, aber es, wenn man genau liest, ist nicht eine Höllenpredigt, sondern jetzt ist eine Chance. Jetzt kann die Gott herausrichten. Sei dir nicht sicher, dass du mit so einem halbseidenen und bisschen gut und mal in die Messe zu gehen durchkommst. Das geht nicht. Du musst ganz, und auf diese Weise war die Kraft dieser Erneuerung. 100 Jahre später, im 19. Jahrhundert, erste Hälfte 19. Jahrhundert, ist mit Charles Finney die zweite große Erweckung, und die war ganz stark die arminianische, diese andere Richtung, die der Freiheit viel zutraut. Ja, genau. Machen wir weiter. Das ist Blatt 4, ja, die zweite große Erweckung. Blatt 4. Links unten, zweite große Erweckung, frühes 19. Jahrhundert. Was hier aus der Überzeugung, dass wir die Freiheit haben, im Namen Gottes was zu verändern, gekommen ist, war der Optimismus, Methoden zu entwickeln, mit dem Erweckung gemacht werden kann, war zuletzt, er war noch vorsichtiger, der Finne, Erweckung verstärkt werden kann. Da sind solche Sachen wie Altarruf, was man kennt, wenn du hinausgehst und jetzt dein Leben Jesus übergibst, vor allen und so. Er hat solche Methoden entwickelt, und damit sind Massenbewegungen erzeugt worden. Aber die Frage ist, ob nicht vieles mit Druck geschieht, und das ist schon damals entstanden. Und dieses typische, oft druckvolle, was wir in Evangelikalen war aus einer theologischen Verschiebung, die in der zweiten großen Erweckung war. Die meisten Darstellungen von Erweckung aus evangelikalen Perspektive, die beschreiben das einlinig. Aber da ist eine ganz wichtige Verschiebung. Und jetzt, um den Evangelikalismus zu verstehen, der fundamentalistisch ist und sektiererisch, den es auch gibt, muss man verstehen, wie der Optimismus des frühen 19. Jahrhunderts, der dazu geführt hat, dass man gesagt hat, okay, mit Gottes Hilfe werden wir die Welt erobern für Christus. Zeit, wo große Missionsbewegungen entstanden sind, Zeit, wo ökumenische Bewegungen entstanden sind, Mitte 19. Jahrhundert, und wo Christen, evangelikale Christen, Seite an Seite für eine soziale Verbesserung der Welt mit Aufklärern gearbeitet haben. Hat es gegeben, obwohl die Christen kein gutes Haar an den Aufklärern gelassen haben. Trotzdem miteinander, das gemeinsam aus unterschiedlichen Gründen, wir können die Welt zum Besseren verändern, haben Evangelikale für die Gleichberechtigung der Frau und gegen die Sklavenberechtigung gekämpft. Solche Sachen waren da. Und nun, um zu verstehen, das ganz andere, das Ganze ist wunderbar gegangen mit prophetischen Texten im Alten Testament, die man findet, wo man bestätigt sieht, dass Gott gesagt hat, siehe, ich mache alles neu und so weiter. Ja?
ist ab den 60er Jahren, amerikanischer Bürgerkrieg, soziale Unruhen, Einwandererbewegung von Armen und so weiter, ganz viele Umbrüche gewesen. Und diese Krise war eine Widerlegung von diesem Optimismus, der aus der Bibel abgelesen wurde. Und noch ein paar andere Sachen. Und die haben dazu geführt, dass die Evangelikalen ihre Sonderposition auch an den Universitäten mehr und mehr eingebüßt haben. Ja? Und leider ist hier eine Rückzugsbewegung entstanden. Man spricht in evangelikaler Geschichte vom Great Reversal, von der großen Umkehrung. Und es war eine Umkehrung von einer weltoffenen, zukunftsoptimistischen Richtung zu, mit Bibeldeutung, sozialem Engagement, mit Rettungsbewegungen und so weiter zu einer Welt, also einer weltflüchtigen, apokalyptischen Auffassung, es wird alles schlechter werden, aber Christus kommt demnächst, und damit eine Zeit bis 1940er Jahre, wo sich evangelikaler Fundamentalismus durchgesetzt hat auf vielen Ebenen. Man muss das im Zusammenhang verstehen, und in den 1940er Jahren, nach dem Zweiten Weltkrieg dann, also 1950er Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg, wo es einen großen Aufbruch gegeben hat, hat es eine Art Revival von einem positiven und weltoptimistischen Evangelikalismus gegeben, der den deutschen, also deutschsprachigen und mitteleuropäischen Evangelikalismus befördert hat, weil Leute wie Billy Graham mit großen Evangelisationsereignissen über Jahrzehnte in Deutschland immer wieder, also ökumenisch offen, auch unterstützt von katholischen Bischöfen, weil sie genau gesagt haben, wir wollen nicht Proselytismus machen, dass wir die Leute zu den Evangelikalen bewegen. Wir wollen nur, dass sie zu Jesus kommen, und wenn es ein Katholik ist, dann soll er zu Jesus kommen im katholischen Umfeld. Und bei den anderen genauso. Und in dieser Weise eine typisch, wie wir es vom heutigen Evangelikalismus kennen, eine sehr große, offene, freundliche, einladende Form von den meisten, außer die Traditionalisten von Evangelikalen, einladende Form. Aber die Lehren sind teilweise unverändert, nur immer so im Mittelpunkt, wo manche rechtssektiererisch oder eng sind. Ja? Und dieses Doppelheit von Inhalten, die oft problematisch sind, und einer performativen Offenheit. Das ist das, was wir viel kennen. Das ist geschichtlich entstanden. Was sagt uns dieser Blick auf diese Geschichte des Evangelikalismus? Das, was im Ende des 19. Jahrhunderts entstanden ist, ist nicht der ganze Evangelikalismus. Es gibt eine Reform des Evangelikalismus von seinen Wurzeln her. Und das ist viel besser, das einzumahnen, um von innen her Evangelikale zu unterstützen auf eine Offenheit, die auch da war, ohne Übertreibung. Okay. Und 5 Minuten. Ja. Was ich von daher, wenn wir weiter bin, Blatt 5. Wenn ich dann fünftens zeige, mit dieser ganzen Entwicklung bis zur Gegenwart, merken Sie, dass was für Vielgestaltigkeit vom Evangelikalismus da aufgegangen ist. Was wir noch nicht haben, ist das Charismatische. Und nur, wenn man nur zwei Sätze hat, kann man sagen, das Charismatische ist mit der Pfingstbewegung am Anfang des 20. Jahrhunderts aus dem Evangelikalismus entstanden, ist aber mit seinen Ansprüchen von Charismenlehre und so weiter und einem neuen dritten Bekehrung sozusagen, wo man den Heiligen Geist empfängt, inkompatibel, unverträglich gewesen mit den evangelikalen Lehren, und es konnten sich nur Pfingstkirchen bilden. Das war am Anfang des 20. Jahrhunderts. Mitte des 20. Jahrhunderts hat dann, wo es dann eine neue Öffnung gegeben hat bei den Evangelikalen, die nicht mehr so auf Doktrin und Lehre gegangen sind, sondern alle zu Christus führen wollten. War bei den Pfingstern genauso, in den Pfingstkirchen. Und da sind Bewegungen entstanden, Jugend mit einer Mission zum Beispiel, die einfach nur, so wie Billy Graham im Evangelikalen, ja, einfach nur die Menschen zu Christus führen wollte und nicht zu einem Konfessionswechsel, Pfingstler zu werden. Und es ist eine offene, charismatische Bewegung entstanden, die zuerst in den 50er Jahren als zweite Welle des Heiligen Geistes die Großkirchen erreicht hat. Und die katholische Kirche zuletzt im Jahre 1967 mit der charismatischen Erneuerung, die entstanden ist. Zweite Welle vom Charismatischen. Und wenn wir evangelikal und charismatisch verstehen wollen,
haben wir eine dritte Welle. Sie haben diese Wellen im links unten auf Blatt 5, dritte Welle des Heiligen Geistes, wo Evangelikale, beeindruckt von dem massiven Wachstum von Pfingstkirchen, versucht haben, von ihnen zu lernen. Die waren feindliche Brüder. Das heißt, die Evangelikalen haben sich anticharismatisch entwickelt, weil die charismatischen, also die pfingstlichen Kirchen, sich von ihnen abgespaltet haben. Die waren die allerletzten, die charismatische Impulse aufgenommen haben. Und sie haben sie aufgenommen aus methodischen Gründen, weil sie gemerkt haben, weltweit, vor allen Dingen im globalen Süden, sind charismatisch orientierte Kirchen, die am stärksten wachsen. Die Gemeindewachstumsbewegung hat dazu geführt, dass die Evangelikalen ihre alten Feinde, feindlichen Geschwister von Pfingstkirchen aufgenommen haben und dabei gleichzeitig ein Selektionsprinzip gebraucht haben, das von ihnen zu übernehmen, was am meisten für Wachstum sorgt. Und dieses Selektionsprinzip hat beigetragen zu einem neokarismatischen Entwicklung, die wir kennen mit Wohlstandsevangelium und dem Versprechen, dass Wunder immer möglich sind. Ja? Das ist auch also eine Form, die vieles gegenwärtig auch beschreibt und mit dem müssen wir differenziert umgehen. Und dazu sechstens charismatische evangelikale Prägungen, da würde Gebetshaus Augsburg oder Loretto-Bewegung oder auch Alpha-Kurs kurz beschrieben werden. Sie können das nachlesen. Wir brauchen das jetzt nicht im Detail, sondern das Plädoyer am Schluss, Blatt 6. Charismatisierung und Evangelikalisierung in der katholischen Kirche, ein Plädoyer für kreative Rezeption und Dialog. Und mein Punkt ist, was ist die Stärke und was ist die Grundgefahr von evangelikal-charismatisch? Die Stärke ist, wenn etwas aufbricht, dass man bereit ist, Bisheriges in Frage zu stellen und offen dafür einzutreten, was ich neu gefunden habe. Das ist aus einer langen Geschichte, wo immer wieder die Evangelikalen am Rand waren, fällt das leichter wie in einer etablierten Kirche. Ist das nachvollziehbar? Das ist klar. Das ist dabei, das heißt, einen Kairos, einen Gnadenmoment, eine Bewegung, einen Aufbruch aufzunehmen, den gibt es überall, habe ich gesagt. Evangelikale tun sich von ihrer soziologischen Geschichte her ein bisschen leichter, das zu übernehmen. Das Problem ist, jeder Kairos ist zeitlich begrenzt. Honeymoon ist nicht ewig. Und gerade neokarismatische Richtungen sind in einer Riesengefahr, dass sie dort, wo der anfängliche Flow verblasst, und das kommt von Gott her, dass Gott eine Spitzenerfahrung gibt und dann eine Zeit, wo das Emotionale sich ein Stück weit auf der Erfahrungsebene zurückzieht, weil nur so kann Glaube wachsen. Das entscheidende Wachstum vom Glaube ist nicht der Durchbruch, wo man nur noch sagen kann, Jesus lebt und wunderbar, das geht von selber, da brauchst du nicht viel Glauben, ein bisschen Glaube auch. Aber wenn dann das Gefühl zurückgeht, dann kommt der Moment, wo man sagt, ich wähle es und es entscheide es. Da, wo Jesus dem Thomas gesagt hat, selig, die nicht sehen und doch glauben. Dort wächst Glaube. Und die Grundgefahr von evangelikalen, charismatischen und vor allen Dingen neokarismatischen Richtungen ist, dass sie einen Halt nach dem anderen geben und etwas versprechen, was völlig unmöglich ist. Spitzenerfahrung ist biblisch die stärkste Form, die eine beschrieben ist, wo Jesus die drei von seinen Aposteln mitnimmt auf den Tag der Verklärung. Und da ist alles verwandelt und verklärt. Und Petrus will Hütten bauen. Und das Grund, die Grundgefahr in Bewegungen ist, Hütten zu bauen oder Gemeinde zu bauen oder Kirche zu bauen auf dem Tag der Verklärung. Und wenn dann Gott nicht mehr spürbar ist, dann bleibt nur die Möglichkeit, das zu machen, was schon Aaron gemacht hat, als das Volk plötzlich ohne Führer und ohne Gott sozusagen dastand, ein goldenes Kalb zu gießen und das zu simulieren, was vorher echt war. Das zu simulieren, was vorher echt war. Dann macht man so lange Lobpreis, bis man auch wieder ein bisschen was führt. Und statt durchzugehen in einer harten Schwarzbrot-Spiritualität, ja, auch der Entbehrung, die dunkle Nacht
Johannes vom Kreuz beschreibt, durchzugehen, um daran zu wachsen und zu beten, dass der Geliebte nach dem hohen Lied der Liebe wiederkommt. Das ist das. Und wenn das fehlt, dann werden die Menschen in ein Erlebnis Christentum hineingeführt, wo dann genau das ist, eines der härtesten Worte, was Jesus als Warnung zu solchen Bewegungen eigentlich sagt. Viele werden zu mir kommen und werden sagen, haben wir nicht Wunder gemacht in deinem Namen? Und ich werde sagen, ich kenne euch nicht, denn ihr habt nicht getan, was ich euch gezeigt habe. Diese Gefahr, mit all dem, du kannst die wesentliche Sache von, ja. Und nun ist es relativ leicht zu sagen, und das ist mein Schluss, ist relativ leicht zu sagen, was die Großkirchen an den Erneuerungsbewegungen brauchen. Es sind diese Impulse von einem Aufbruch und Durchbruch und dem Mut dazu zu stehen. Die Kritiker, die da irgendwie diesen Enthusiasmus verwerfen, denen würde ich etwas sagen, was man vielleicht einem frisch Verliebten auch zugestehen würde. Ein charismatisch orientierter, das ist einmal so gesagt, wer eine Geistaufe erlebt hat, dieser Inbegriff von dieser Wandlung, hat das Recht, ein halbes Jahr fanatisch zu sein. Aber das sollte wieder auf den Boden kommen. Es gibt eine Zeit des Überschwangs. Akzeptieren wir das und rümpfen nicht sofort die Nase. Aber wenn jemand nach 2 Jahren immer noch völlig verrückt ist und für die Gruppe verloren ist, dann stimmt was nicht. Jemand, der frisch geheiratet hat. Okay? Und das dabei. Andererseits, was also inwiefern brauchen die Erneuerungsbewegungen die Großkirchen? Was sind Großkirchen? Großkirchen, jede Großkirche, auch evangelikal. Auch Großkirchen sind teilweise große Kirchen. Jede Großkirche hat einen Anfang als Erneuerungsbewegung. Das ganze Christentum hat einen Anfang als Erneuerungsbewegung. Aber jede muss hinunter vom Berg der Verklärung. Und jetzt möchte ich sagen, eine Großkirche ist eine Kirche, nicht nur die groß ist, sondern die es über lange Jahrhunderte geschafft hat, zu überleben. Und Sie können sozusagen ein Selektionsprinzip evolutiv betrachtet nehmen. Nur die können überleben, die mit Flauten umgehen können. Großkirchen sind Kirchen, die gelernt haben, auch dann noch Gott loben zu können, wenn die Emotionen nicht mitmachen. In der katholischen Kirche sind es die Sakramente. Die Gegenwart Gottes nicht einfach im Überschwang und ich spüre es und so weiter, sondern es ist das, was Thomas von Aquin im Fronleichnamshymnus ausdrückt. Adoro de te vote latens deidas. Demütig bete ich dich an, du im Sakrament dich verbergende Gottheit. Die Präsenz im Verbergen. Das ist nicht nur das, dass man in diesem gewandelten Hostie, also an der Monstranz, dann die Gegenwart Christi sieht, sondern auch wenn du nicht viel spürst, kannst du eine Gegenwart feiern, die Grundlage dieser Gegenwart im Sakrament. Und das brauchen die Erneuerungsbewegungen. Welche, die sagen, wir schaffen das ohne, die müssen entweder von Grund auf neu lernen, auch mit Wasser zu kochen, weil der Heilige Geist nicht immer verfügbar ist. Und da gibt es zumindest zu lernen von denen. Und so brauchen beide einander. Und die Kirchen, die Großkirchen ohne Erneuerung sind in Gefahr, noch einmal auf den Punkt gebracht, durch das regelmäßige, gewohnheitsmäßige Kirche gehen, eine zunehmende Resistenz zu entwickeln, so wie jemand, der ein Antibiotikum unterdosiert nimmt. Und du entwickelst Resistenz. Du musst aufgerüttelt werden und dann ist der Moment einer Entscheidung. Und das gibt es, das brauchen die Großkirchen. Immer wieder. Gott gibt immer wieder Erneuerung, aber er erzwingt sie nicht. Wir müssen auf das eingehen. Und hier können wir Exerzitien im Alltag. Ja, also, es gibt schon, oder? Ja. Also, das muss nicht nur von Erneuerungsbewegungen sein. Ne? Und die andere Seite, die Erneuerungsbewegungen brauchen die Großkirchen, wie schon gesagt, damit sie lernen, auch ehrlich und bescheiden durch die Zeiten zu gehen, wenn nicht die Wunder hageln. Vielen Dank.